Chains. Okay, Sinan, schmeiß die Scheiße rein, Bruder. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Typ namens Fox, der eine Tüte Afghan-Hasch vor dem Südstadion fahrt. Seine Schule verkackte dieser Grünschnabel krass. Als Kinder zappten wir im Kiosk Süßwaren ab. Er sah ein Mädchen in der Bahn, ihr Name Gülistan. Ich hab ihn gewarnt, die Eltern lebten streng nach dem Koran. Es war kurz vor Ramadan, da lernten sie sich kennen. Und sie konnten sich seit dem ersten Blick nicht trennen. Ob Türke oder Deutscher, im Herzen bist du Mensch. Da machte er einen Fehler, denn er ließ sie bei sich pennen. Tranken Rum und dann Wein, machten Rum ganz geheim. In dieser Nacht verlor sie ihre Jungfräulichkeit. Der nächste Morgen kam, sie plagte ihr Gewissen. Blut auf Laken und im Kissen, ihr ging's geradezu beschissen. Er brachte sie zum Bus, hat sie nur noch mal geküsst. Rasch stand Eileen auf dem Block, mein Gott, sie wurde erwischt. Scheiße kennt kein Mensch, sowas gibt's im Ghetto an jedem Ort. Das ist kein leeres Wort, können kein Ehrenmord. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fick doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. Komm schon, ich richte deine Tränen vor. Das kommt im Leben vor, können kein Ehrenmord. Wo seid ihr? Scheiße, wenn mein Bruder das erfährt, bringt er alle um und wird dann in Jugendhaus gesperrt. Ihr Bruder hieß Aziz, der die Bude nie verließ. Die Bullen hinter ihm, wenn er handelt, zugeguckt mit Fies. Und Eileen, das Waschweib, trat das ganze Thema gleich in der Stadt rein. Du weißt ja, was das heißt. Im Ghetto ist es immer dasselbe Rumgeficke. Gerüchte verbreiten sich schneller als die Grippe. Da traf Aziz den Öl mit dem Rad. Er sagt, weißt du, was sie über Gülistan sagen? Angeblich soll deine Schwester keine Keusche sein, denn sie ließ sich wohl gestern mit dem Deutschen ein. Mois, das kann nicht sein, nein, hör auf. Und der prügelte aus, nimm jetzt gleich die Scheiße raus. Er schreit es laut, hat denn diese Schlappe keinen Armstand und holte die Pistole bei seinem Vater aus dem Wandschrank. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fick doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. So was gibt's im Ghetto an jedem Ort. Das ist kein leeres Wort, Köln, kein Ehrenmord. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fick doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. Komm schon, ich wische deine Tränen vor. Das kommt im Leben vor, Köln, kalt, Ehrenmord. Ein Musikbühne, was geht? Yeah. Dann ging er zu Max nach Hause und klingelte bei Schmidt. Er war nicht drauf klar, was ihn innerlich zerfrisst. Er hatte keinen Schimmer, wie das ist, die Sister ist ne Bitch. Der arme Max macht jetzt gerade die Tür auf. Dann ging es nur noch Klick-Klack, Headshot, Gehirn raus. Das war für meinen Vater, du Ungläubiger. Und für meine Schwester, die noch jungfräulich war. Er sieht in der Wohnung, wie die Schwester auf dem Bett sitzt und sagt, du, komm her, du ehrenloses Dreckstück. Gülistan sagt, ich lieb ihn wie verrückt, doch Aziz lebt nur nach und er schießt sie ins Gesicht. Er lehnt nochmal nach und schießt auf ihren Leichnam. Dort bleibt er sitzen, bis die Polizei kam. Er lebt ein letztes Mal und richtet sich selbst. Wem hat's jetzt was gebracht? Dann fickt euch doch selbst. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fickt doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. So was gibt's im Ghetto an jedem Ort. Das ist kein leeres Wort, Köln, kein Ehrenmord. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fickt doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. Komm schon, ich wische deine Tränen vor. Das kommt im Leben vor, Köln, kein Ehrenmord. So sieht's aus, Leute, wie geht's euch? Stopp, stopp. Alles klar, habt ihr Spaß? Ja? Ich finde das Mic ein bisschen leise, aber wir machen, was wir können. Habt ihr noch Goodies für die Leute? Habt ihr noch was hier für die Leute? Schmeiß es rein, schmeiß es rein. Okay, Leute.